Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um den erweiterten euklidischen Algorithmus gehen, beziehungsweise den euklidischen Algorithmus an sich. Wann benutzt man den? Wenn man den größten gemeinsamen Teiler berechnen möchte von zwei Zahlen. In diesem Fall jetzt 99 und 78. Es gibt verschiedene Varianten, das Ganze zu tun. Man könnte das über die Primfaktorzerlegung machen, dass man halt immer schaut, aus welchen Primfaktoren würde sich die 99 zusammensetzen, aus welche die 78 und wo sind die gemeinsam. Das dauert aber in der Regel relativ lang. Und manchmal hat man noch die zusätzliche Form, dass man den GGT von 99 und 78 noch in einer solchen Form schreiben soll, dass es dann A mal 79 plus b mal 78 ist, dass man dann a und b noch herausfinden soll. Und das liefert halt genau der erweiterte euklidische Algorithmus. Daher bietet er sich in vielen Fällen einfach besser an. So, wie funktioniert das Ganze? Wir schauen erst, wie oft passt die 78 in die 99 rein. Das ist einmal. Einmal 78. Was bleibt dann noch übrig? Also 99 minus 78 sind gleich 21, also plus 21. Jetzt shiften wir das Ganze so ein bisschen nach links, dass wir hier die 78 hierhin wandern lassen und nun schauen, wie oft passt jetzt die 21 in die 78. Das ist ganze dreimal der Fall. Damit sind wir dann bei 63 und können dann wieder 78 minus 63 ist gleich 15 rechnen. Da haben dann entsprechend hier plus 15. Und an dieser Stelle geht jetzt die 21 auf die linke Seite der Gleichung und wir schauen, wie oft passt die 15 da rein. Also auch hier, die 15 muss an diese Stelle. Das Ganze passiert einmal, passt das da rein. 21 minus 15 sind einfach 6. Das heißt, in der nächsten Zeile rutscht die 15 auf die linke Seite und wir schauen, wie oft passt die 6 in die 15. Die 6 passt zweimal rein, das sind 12 und es bleiben, dann nehmen wir blau, es bleiben 3 übrig. So, jetzt gucken wir, wie oft passt die 3 in die 6. Das ist zweimal der Fall. Und dann sind wir an dieser Stelle fertig. Weil wir jetzt wieder 0 oder eine 0 hier am Ende haben. Das heißt, dass wir wirklich fertig sind und dass diese Zahl hier unser GGT ist. Das heißt, wir wissen, der größte gemeinsame Teiler von 99 und 78 ist 3. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn wir uns den erweiterten euklidischen Algorithmus anschauen, wie kann ich jetzt also entsprechend meine 3 schreiben als a mal 99 plus b mal 78? Nun ja, dazu nehmen wir uns jetzt die Zeile, in der plus 3 steht. Und formen die nach 3 um. Also ab dieser Stelle beginnt jetzt der erweiterte Teil. 3 ist gleich 15 minus 2 mal 6. So, jetzt machen wir hier mit der 6 weiter. Die 6 ist natürlich die Zahl, die eine Zeile drüber dazu addiert worden ist.
Das heißt, auch hier können wir das so schreiben. 6 ist gleich 21 minus 15 oder genauer gesagt minus 1 mal 15. Dementsprechend können wir jetzt für den erweiterten euklidischen Algorithmus hier schreiben, 3 ist gleich 15 minus 2 mal 21 minus 1 mal 15. An dieser Stelle können wir das halt auch schon direkt ausrechnen, dass wir das ein bisschen kompakter haben. Wir haben halt hier insgesamt 15 minus 2 mal minus 1 mal 15. Dementsprechend also 15 plus 2 mal 15, was uns 3 mal 15 gibt. Und minus 2 mal 21 an dieser Stelle. So, jetzt steht hier diese 15 in dieser Gleichung am Ende, dass wir das also hier umstellen können. 15 ist gleich 78 minus 3 mal 21. Das heißt, wir können das hier einsetzen. 3 mal 78 minus 3 mal 21 minus 2 mal 21. Und auch hier können wir das wieder zusammenfassen. Wir haben also 3 mal 78 minus 3 mal minus 3 sind 9 und minus 2 noch sind also minus 11 mal 21. Jetzt gehen wir wieder hier hoch, sehen, okay, hier steht die 21 hinten, die wir jetzt also im nächsten Schritt ersetzen. 21 ist gleich 99 minus 78. Also wir sind gleich fertig, weil wir jetzt schon die letzten beiden Zahlen mit reinbringen. 3 mal 78 minus 11 mal 99 minus 78. Das sind dann also 3 minus 11 mal minus 1, also 3 plus 11 macht 14 mal 78 minus 11 mal 99. Dementsprechend wissen wir also, a ist gleich minus 11 und b ist gleich 14. Und das war ja genau das, was wir an dieser Stelle gesucht haben. Fassen wir also nochmal zusammen, wenn wir nur den GGT berechnen wollen, schauen wir immer, wie oft passt in diesem Fall die 78 in die 99, rechnen den Rest aus und shiften dann zeilenweise immer das Ganze nach links. Das heißt, wir schauen danach, wie oft passt die 21 in die 78 und was ist der Rest. Bis wir letztendlich unten bei 0 anfangen, 0 aufhören. Und dann wissen wir, der Rest aus der Zahl, oder aus der Zahl davor, ist unser GGT. Wenn wir unseren GGT dann noch in der Form GGT ist gleich a mal 99 plus b mal 78 darstellen wollen, fangen wir mit der Zeile an, wo wir plus unseren GGT als Ergebnis haben, also die hier umrandete Zeile, formen das Ganze jeweils immer nach dieser Zahl um, dass wir also 3 ist gleich 15 minus 2 mal 6 haben und ersetzen dann Schritt für Schritt immer das, was wir als Rest haben, nach und nach einfach ein und erhalten dann durch sukzessives Ausrechnen unsere Zahlen a und b.